Sie sind hier, 5. Oktober 2018, 8.58 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Jan-Lennart Struff muss sich in Tokio im Viertelfinale geschlagen geben. Urheberrecht Getty Images. Beim ATP-Turnier in Tokio ist für den deutschen Tennisprofi Jan-Lennart Struff im Viertelfinale Schluss. Der 28-Jährige unterliegt einem Kanadier knapp. Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennart Struff ist beim ATP-Turnier in Tokio im Viertelfinale ausgeschieden. Der 28-Jährige aus Warstein musste sich in der Runde der letzten 8 dem Kanadier Denis Schapovalov mit 6:4, 6:7, 7:9, 4:6 geschlagen geben und vergab dabei im Tiebreak des zweiten Satzes einen Matchball. DATENCENTER, Ergebnisse aus Tokio, damit sind bei dem mit umgerechnet 1,68 Millionen Euro dotierten Hartplatzturnier keine Deutschen mehr vertreten. Struff, der zum Auftakt überraschend den topgesetzten Australian Open-Finalisten Marin Cilic, Kroatien, bezwungen hatte, wird sich in der Weltrangliste von Platz 56 um mindestens 5 Ränge verbessern, von Sportinformationsdienst.